Kapital in Leoberstorf fand letzte Woche ein Kochkurs der Generation 50 Plus statt. AMTV hat sich einmal angeschaut, was denn Leckeres gekocht wird. Hier in Leobetal findet zum ersten Mal die gesunde Kocherei statt mit Frau Helga Krall. Sie ist eigentlich die Kontaktperson hier und sie hat das Ganze eigentlich ins Laufen gebracht, dass es nun auch hier in Leobersdorf stattfinden kann. Die gesunde Kocherei, das ist ein Projekt der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse und wir, die Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung mit Sitz in Wiener Neustadt, führen dieses Projekt im Auftrag der NGKK durch. Was steht heute auf dem Speiseplan? Heute gibt es eine Kartoffellauchsuppe. Zur Hauptspeise die Ricotta-Spinatknödel mit getrockneten Tomaten und Pinienkernen und im Anschluss einen Rahmauflauf mit Apfelspalten und Zimt. Vor allem gesund steht beim Kochkurs an oberster Stelle. Es wird immer gesund gekocht, es soll vor allem ausgewogen sein. Das heißt, Eiweiß, ein ganz besonderer Nährstoff, der im Alter immer wichtiger wird, damit die Knochenmasse und die Muskulatur ganz einfach aufrechterhalten und stabil bleibt. Das heißt, das ist immer wichtig, dass Eiweiß in ausreichender Form vorhanden ist, nicht nur in Form von Fleisch. Das heißt, wir kochen vor allem sehr viel vegetarische Gerichte. Hier liegt vor allem der Fokus und weiters auch auf regionalen und saisonalen Produkten. Fleißig wurde geschnitten und gerührt und die Köche hatten sichtlichen Spaß an der Sache. Ich muss ehrlich sagen, ich bin von den Rezepten sehr begeistert. Ich bin jetzt schon das dritte Mal dabei und es ist immer was, was man noch lernen kann. Und gute Sachen. Immer wieder mitmachen. Schaut kann und man kann immer noch lernen. Auch wenn unsere Lehrerin mein Enkelkind erkennt. Sehr viel gelernt und auch schon alles daheim ausprobiert. Und den Gästen hat es gut geschmeckt. Es war immer ein Zeitproblem, aber wenn ich jetzt in Pension bin, habe ich mehr Zeit. Wie oft wird denn eine gesunde Kocherei veranstaltet? Das ist ganz unterschiedlich, da es insgesamt 10 gesunde Kochereien in ganz Niederösterreich gibt, die einfach laufend stattfinden, bin ich vor allem vertreten in Wiener Neustadt und wir arbeiten dann noch mit anderen Diätologen und Ernährungswissenschaftlern im Raum Niederösterreich zusammen. Das heißt, ich mache auf jeden Fall mindestens einmal im Monat eine gesunde Kocherei. Natürlich musste am Ende auch gekostet werden, wie das Essen denn so schmeckt. Gut, ausgezeichnet. Ja. Ausgezeichnet. Jetzt warten wir auf die Nachspeise. Die schaut auch gut aus. Das war spitze.